China ist unser wichtigster Handelspartner noch vor den USA. Jetzt gibt es eine China-Strategie der Bundesregierung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Leser des Deutschlandkurier. Ja, die Bundesregierung hat eine China-Strategie vorgelegt und wir finden es unverantwortlich, wie dort lückenhaft mit diesem großen Partner umgegangen wird. Warum lückenhaft? Man möchte die Risiken minimieren, man möchte sich abkoppeln, weil die Abhängigkeiten zu groß sind. Aber gleichzeitig tritt auch Baerbock, unsere Außenministerin, wirklich so auf, dass China immer mehr verärgert ist. Und das, was wir Jahrzehnte aufgebaut haben, auf Augenhöhe, schon unter Helmut Schmidt auch und auch später, das wurde gerade kaputt gemacht. In der Strategie steht nicht klar drin, wie gehen wir damit um, dass USA im Pazifikraum, Taiwan-Frage, China immer offensiver dort den Schwerpunkt hinverlegt, nachdem Ukraine und Russland sozusagen immer mehr Europa überlassen wird. Darauf brauchen wir aber eine Antwort. Es kann nicht sein, dass wir womöglich in einen Krieg hineingezogen werden. Da braucht Europa, da braucht Deutschland eine eigene China-Strategie und die ist hier nicht abgebildet. Ich sage nur Beispiel die Fregatte Bayern, die im Pazifik von der deutschen Bundesmarine entsandt worden ist. Das war ein völlig falsches Zeichen. Was hat die deutsche Bundeswehr mit einem Schifflein, mit einem Boot im Pazifik zu suchen? Das war das falsche Zeichen. Aber wir sind auch jetzt noch im Pazifik tatsächlich tätig. Und da sagen wir, eine echte China-Strategie bräuchte darauf eine Antwort. Und für unseren Mittelstand ist es wichtig, auch weiterhin Lieferungen zu bekommen, keine Lieferengpässe zu haben und auch Rohstoffe und seltene Erden von China zu bekommen. Wir kritisieren die China-Strategie der Bundesregierung und wir fordern, verhandeln auf Augenhöhe und den Dialog weiter ausbauen.